Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Commentary. Also mein richtiges Commentary. Ich habe ja davor schon ein Video gemacht und das war auch danach kommentiert und ich war mir nicht sicher, was das ist. Und jetzt bin ich mir 100% sicher, das ist ein Commentary. Und ich kommentiere jetzt ein 1 versus 1 nach. Es geht mir dabei eher um Themen, die ich ansprechen möchte, nicht direkt so um das 1 versus 1. Ja, das 1 versus 1 war gegen meinen Player, glaube ich. Ja, mein Player. Er hatte mich, glaube ich, schon öfter gefragt, ob wir nicht mal ein 1 vs 1 machen wollen. Ja, dann haben wir das gemacht. Ich wollte mir eigentlich Boomer-Nachschub einpacken, hab dann aber versehentlich zweimal Herzstahlgranate eingepackt. Ich weiß nicht, wie mir das immer passieren kann, aber es ist schon öfter passiert, dass ich dann das Falsche mit hatte. Auch schon mal Warpies aus Versehen ausgepackt und sowas, das ist echt mies. Dann war auch doch zu dem Zeitpunkt so ein Bug, dass ich die Nades vom anderen nicht sehen konnte. Habe ich auch öfter schon gehabt. Das ist natürlich extrem nervig, weil ich muss dann einfach irgendwo hinwegrennen. Man sieht die Nades einfach nicht. Das stört. Ja. Das CW, das 1 vs 1 ist eigentlich ganz schön spannend gewesen. Weil ich habe ihn auch ganz schön unterschätzt. Ich dachte, er ist ein bisschen schlechter und so. Aber dann war er ganz schön gut. Und ja, also ich will jetzt nicht spoilern, wie es ausging. Guckt es euch einfach an. Und ja, ich wollte dann nochmal auf mein letztes Video zurückkommen. Da habe ich ja hier, das heißt jetzt Lampert der Bug-User. Und ja, das war halt echt im CW. Er hat da seine Waffe gewechselt, das ist außer wie der Raketenwerfer für uns. Nur für ihn war es die Zweite. Dann hat er eben für uns bei dem, also für alle anderen, wie mit dem Raketenwerfer geschossen. Dann flogen da die ganzen Raketen weg. Also durch die Gegend und so ganz komisch sind die wie schwerelos durch die Gegend geflogen. Das war echt hammerschlimm. Und ja, er meinte dann letztens gestern oder so, hat er mir dann das Video geschrieben, dass das aus Versehen war. Und das kaufe ich ihm echt nicht ab. Er hat das nämlich zweimal gegen uns gemacht. Hier, ja, Anfänger eben, die oder andere haben mir nicht geglaubt aus meinem Plan, dass er sowas macht und dann einfach gesagt, los, komm, wir ziehen die und schaffen wir locker, kam keine gute Aufstellung und sowas. Und dann haben die das echt durchgezogen. Also Lampert hat schon wieder diesen Scheißbug gemacht und es macht echt keinen Spaß, so gegen ihn zu spielen und ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass er sich sowas mal abgewöhnt, immer Schwächen vom Spiel auszunutzen und alles. Ist nicht schön. Joa, das war eigentlich schon so das Wichtigste. Ich wollte auch noch sagen, dass ich demnächst auch noch ein EP aufnehmen werde. Wo, ja, weiß noch nicht genau wann und so. Und, ja, dann zu dem Video. Also ich habe da ein Commentary schon mal aufgenommen. Ich wollte da eigentlich so ein Pharma-Farm-Video zeigen. Und das war aber total fail. Ich habe das aufgenommen und mir ist nach dem Aufnehmen erst aufgefallen, dass das Video im Bearbeitungsprogramm falsch drinne war. Also es wird ja bei Fraps gesplittet und die Teile waren eben verkehrt rum angeordnet und alles durcheinander und dann hat das nicht mehr gepasst und ich musste dann nochmal was anderes oder wollte dann nochmal was anderes aufnehmen. Und dann fand ich das jetzt doch irgendwie ein bisschen blöd, so wie ich ein Farmer farm, das ist nicht so toll. Vielleicht wollt ihr es ja sehen, schreibt es einfach in die Kommentare, ich kann das auch noch machen. Aber ich dachte, so ein 1 versus 1 ist ein bisschen spannender. Boah. Das, ja, naja, dann das Match. Hier, ich fail irgendwie immer bei den Holzkisten. Ich weiß ja, 3 Schuss reichen. Aber irgendwie. Also ich versuche dann genau 3 Schuss zu machen. So ein bisschen aus Spaß und auch, weil ich, nicht so viel Muni verschwenden möchte. Ist ja auch, kostet ja immer was, den aufzufüllen. Ja, und dann fehlt mir immer ein Schuss. Das, naja, ich glaube, es kommt sogar öfter an dem Zweck. Da waren die Granaten und ich habe die nicht gesehen. Das ist echt, eigentlich richtig scheiße. Ich hoffe auch, dass sich das irgendwie mal ändert im Brickforce. Und, ja. Ja, mal gucken. Ja, das
Mein Player ist ein ziemlich guter Spieler. Ich war da auch nicht in Bestform, mir war nämlich kalt an den Händen. Ich kann, weiß nicht, ich kann da meine Hände nicht so ordentlich bewegen und auch nicht gut zocken. Da habe ich aus Fun die Kisten kaputt gemacht. Also ich konnte nicht so ordentlich zocken. Also ich glaube, wäre es ein bisschen wärmer geworden, wäre es auch gewesen, wäre es auch anders ausgegangen. Aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Wir haben auch 2-1 versus 1 gemacht. Und die sind beide gleich ausgegangen. Genau gleich. Ja. Also es geht jetzt noch 2 Minuten lang. Der Punktestand ist ja eigentlich mehr für mich gerade. Und ja. Wird noch spannend. Ich warte jetzt hier, dass er vielleicht nochmal vorbeikommt oder so. Und dann ist er da. Da hat man gesehen, dass er eine Nade geworfen hat. Deswegen bin ich auch ganz schnell weggerannt. Also ich habe es nur an der Armbewegung gesehen. Ja, und das war dann nicht schön. Ja, auch nicht gerade schlau von mir, wenn er eine Locust hat, dann so dicht an ihn ranzugehen. Ich müsste ja eigentlich wissen, auf Fernkampf, die Locust ist ja nicht gerade präzise. Aber, ja. Es hat halt Spaß gemacht und ist ja jetzt auch nichts, was irgendwas entscheidet und so. Und es wäre echt cool, wenn ihr mir so ein bisschen so ein Feedback geben könntet in den Kommentaren, was könnte ich vielleicht besser machen, was. Vielleicht auch was gefällt euch schon. Man muss ja nicht immer Kritik schreiben. Vielleicht soll ich das auch ganz lassen. Ich würde es auch lassen. Ich weiß nicht, ich würde. Also meine Kill-Videos würde ich immer weitermachen. Das ist mir eigentlich relativ egal, was ihr dazu sagt. Mir macht das Spaß, die zusammenzuschneiden. Es ist nur eben immer so eine Arbeit, die zusammenzuschneiden. Und dann brauche ich auch lange, bis mal eins fertig ist und ich auch die Zeit habe, sowas zusammenzuschneiden. Gut, ich mache es an einem Abend fertig und so. Und aber dafür brauche ich auch erstmal die Zeit und meistens mache ich das am Wochenende oder in den Ferien, wenn ich dann gar nichts anderes zu tun habe. Ich spiele auch oft dann Brick Force noch eine Runde, ja, da wenn die Nades sich nicht sehe. Ja, also einfach so ein kleines Feedback, vielleicht auch Daumen nach oben, damit ich weiß, hey, euch gefällt das, vielleicht auch euch gefällt das nicht, ein Daumen nach unten. Ist mir auch relativ egal, also ich werde dann, wäre auf jeden Fall am schönsten ist immer noch ein Kommentar, was kann ich besser machen und was. Soll ich auf jeden Fall so lassen. Ja. Dann guckt euch vielleicht auch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, meine Kill-Videos an. Ich finde so besonders das letzte, bis auf. Also die Musik ist immer von mir gemacht. Hört man vielleicht auch, weil die nicht so schön ist. Aber ich brauchte irgendwas, sonst ist das langweilig und erstmal wegen Rechte fragen und dann gefällt einem die Musik nicht und so. Und die ist relativ neutral, finde ich. Und ja, vielleicht mache ich auch hier in den Hintergrund noch Musik, das überlege ich mir noch. Ja. Auf jeden Fall die Kill-Videos guckt sie euch an. Ich finde da, manche Effekte sind echt ganz cool geworden, so. Was ich mir da habe einfallen lassen. Natürlich, es gibt immer andere Meinungen und so, aber ich habe auch positives Feedback da gekriegt, also denke ich mal schon. Ja, jetzt seht ihr das Ergebnis. Draw, unentschieden. Hätte ich echt nicht erwartet. Nur weil ich da zum Schluss noch hingestürmt bin. Habe ich dann noch übel verkackt. Eigentlich. Also den letzten Kill, das habe ich nochmal verkackt. Und dann war es unentschieden. Hat Spaß gemacht. Mit meinem Player würde ich auch immer wieder gern 1 vs 1 machen. Er ist jetzt auch zu uns in Klang gekommen. Toxic. Bewerbt euch ruhig bei Toxic. Wir nehmen eigentlich jeden auf. Auch wenn gerade Aufnahmestopp ist. Also ich frage dann einfach Slayer oder so. Oder ihr fragt Slayer selber und er wird schon nicht Nein sagen. Ne? Also, schreibt es einfach mal in die Kommentare, gebt Daumen hoch oder runter und so. Kommentare sind immer besser, dann weiß ich, was ich besser machen kann. Und jo, danke fürs Zugucken, ne? Bis zum nächsten Mal.